Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Leon Mascher und ApoRed. Bruder, muss los. Muss los, Bruder. An erster Stelle freue ich mich für Mehmet, Digga. Ey, ihr habt mich gekillt mit diesen Kommentaren. Mein ganzer Channel voll mit den Kommentaren. Ich gehe auf Spam-Kommentare, die von YouTube noch überprüft werden müssen. Ich lese nur sowas. Bei anderen YouTubern steht so, abonniert mich und so. Bei mir steht, an erster Stelle freue ich mich für Mehmet, Digga. Full gespammt habt ihr mich. Egal. Wir reagieren jetzt auf Leon Mascher, ApoRed. Bruder muss los. Der Song Reaction ist da. Mal gucken. Bin gespannt. Gucken wir mal, Leute. Gucken wir mal. Ist, glaube ich, auch sogar die erste Reaktion auf einen Song von ApoRed. Bruder muss los. Ich muss los. Bruder muss los. Einfach los. Oha, okay. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Gar nicht gerechnet. Bruder muss los. So, was ich erstmal gut finde, wir haben gesehen, produced by Startover, kennt man ja mit K1 auch die ganzen Sommerhits mit K. Startover hat es produziert, stabiler Produzent. Alex Blitz hat das Video gemacht, Ehrenmann Alex Blitz, macht ja auch die Musikvideos von Ferro. Also Qualität haben sie reingesteckt, Gucken wir mal, wie der Song jetzt ist. Bruder muss los, ich muss los, Bruder muss los, einfach los. Jeder will Gucci, Versace, Dior. Reden vom Benz und auf Fahren im Ford. Jacke ist. Ey, das erinnert mich gerade, ich schwöre, mit der bearbeiteten Stimme erinnert mich das an Dresscode Gucci. Dresscode Gucci. Alle. Dresscode Gucci. Und ich häng besoffen im Benz rum. Das erinnert mich gerade an Dresscode Gucci von Capi, Mann. Top, Treter sind mega, ich bin am Bohlen, denn mich kennt jeder. Bezahl meine Sneaker mit Lila, all deine. Hä? Bruder, ist das nicht der Beat von Dresscode Gucci? Bruder, muss los. Sneaker aus China, ich bin der echte und du ne Kopie. Bring mir mein Kuppefleisch, Bon Appetit. Ich verstehe nur Bahnhof und weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich verstehe nur Bahnhof, warum labert ihr mich vor? Okay, also, ich kann noch nicht viel dazu sagen. Es ist schwer zu beurteilen. Es ist anders. Ja, man kann sagen, es ist auf jeden Fall anders. Bei so einem Beat, Leute, muss der Kopf gewackelt werden. Es muss geshaked werden. Also, da geht auf jeden Fall ab. Beat geht auf jeden Fall ab. Aber erinnert mich krank an Dresscode Gucci gerade. War auch stabil. Schade, dass Capi da kein Musikvideo rausgeballert hat. Bruder muss los. Ich muss los, Bruder muss los, einfach los, Bruder muss los, ich muss los, Bruder muss los. Ah ja, jetzt machen sie sowas, jetzt steigen sie in den... Einfach los. Okay, also jetzt haben wir durchgehend ApoRed gehört, schade, dass da irgendwie kein Wechsel noch drin war, dass man Leon Mascher noch gehört hätte, weil... Es ist sehr der erste, ich mag das nicht, wenn, bam, hier hörst du den Künstler, bam, hier hörst du den Künstler. Ich mag das, wenn man den Künstler mal da hört, den anderen mal da hört, so ein bisschen Wechsel. Keine Ahnung, wie ich den Part jetzt fand, normal, war jetzt nichts übermäßig krasses, so finde ich, naja. Beat gefällt mir, Mann, Beat muss auf jeden Fall abgehen. Sie fahren den Opel, doch Bussen mit Prada. Bruder muss los an die Copacabana. Alles gelabert, das wissen wir beide. Nö, du bist nicht so eine. Mach mir mal nicht so auf Rich. Okay, jetzt hat Leon Mascher auch die gleiche bearbeitete Stimme wie ApoRed drauf gehabt. Am Anfang ist gut, dass man Ähnlichkeiten findet von beiden in Part. Kurz zu Leon Mascher. Ich muss sagen, Copacabana war so ein Song. Man kann sagen, was man will, aber der Song war nice, Mann. Der Song war wirklich nice von ihm. Hat er wirklich... ist, glaube ich, sogar Gold gegangen. Stabiler Song von ihm. Der Song jetzt muss ich eher los, Bruder. Ein Jahresgehalt zahle ich ans Gericht. Zu 6 ein Kopie für den Flex. Reden von Kohle, doch niemand hat Cash. Ich verstehe nur Bahnhof und weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich verstehe nur Bahnhof, warum labert ihr mich voll? Ich mag, kurz, ich muss ja auch
Sachen sagen, ne, die mir auch gefallen haben. Diese tiefe Stimme passt irgendwie gut rein und diese Claps oder keine Ahnung, wie man das jetzt nennt, passen auch gut rein. Passt irgendwie gut zur Atmosphäre und das Musikvideo, dieses Dunkle, finde ich auch nice, weil das gibt so eine Club-Atmosphäre und der Song ist ja eher so ein Club-Track. Im Großen und Ganzen, wie ich den Song feier, ich sag, ich höre es mal weiter. Oder muss los? Ich muss los. Oder muss los? Einfach los. Ah, ich dachte einfach so, scheiße. Oder muss los? Ich muss los. Oder muss los? Einfach los. Ich mag also gut, dass Apo Red hier die, gut, dass hier Apo, das heißt erstens Red, nein, gut, dass Apo Red, ey, dieses Meme hat mich gekillt. Gut, dass Apo Red diese Hook übernommen hat, weil hier passt mehr so eine tiefere, mehr so eine tiefere Stimme. Leon Mascher hat eher eine höhere Stimme. Ich verstehe Bahnhof und weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich verstehe nur Bahnhof, warum labert ihr mich voll? Oder muss los? Ich muss los. Oder muss los? Einfach los. Also zur Hook kann man sagen, die Hook hat auf jeden Fall in einer gewissen Hinsicht Ohrwurmpotenzial. Die hat auf jeden Fall Ohrwurmpotenzial, aber es ist zu viel, Bruder muss los, Mann. Deswegen, wenn du immer das Gleiche sagst, immer das Gleiche sagst, natürlich merkt man sich das auch. Aber es ist was anderes, der Song ist mal was anderes. Wenn du dir Deutschrap und so heute mal anguckst, ist mal was anderes. Okay, also es war auf jeden Fall anders. War auf jeden Fall anders, der Song. Ich lasse es bei der Bewertung. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, fand ich stark, fand ich scheiße. So. War auf jeden Fall anders. Irgendwo zwischen normal bin ich gerade, Leute. Bin irgendwo zwischen normal. Ja. Ich hoffe trotzdem so. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Wenn nicht, dann Bruder muss los. Wenn ja, könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gerne den Channel abonnieren. Gerne die Glocke aktivieren. Instagram-Name seht ihr sowieso unten links eingeblendet. Könnt mir da gerne folgen auf Ehrenbruder-Basis. An erster Stelle würde ich mich für Mehmet freuen, Dicker. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.